Also, mein Name ist Katharina, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Dortmund und bin jetzt zum zweiten Mal bei der Jugendhakt. Wir haben hier bei unserer Veranstaltung in Minden insgesamt drei Projekte. Das heißt, wir haben einmal das Projekt des NRW Rovers, dann haben wir ein Projekt, wo kleine Roboter gebaut werden und ein Smart Home Modell, was umgesetzt wird. Aber wir haben auch geguckt, wie kann man Projekte für Einsteiger machen, aber gleichzeitig auch Projekte für Profis. Und da sind ganz schnell dann unterschiedliche Ideen gekommen, von den Einsteigergeschichten, wo man wirklich irgendwie grundlegend lernt, wie schraubt man eigentlich einen Roboter zusammen, bis hin zu dem Mars-Rover-Projekt, wo dann wirklich eine komplette Website aufgebaut wird. Wir bauen eben einen, wie so ein Mars-Rover, nur eben nicht für den Mars, sondern für NRW. Und wir versuchen auch schon den Ultraschallsensor mit einzubauen, dass er eben auch Hindernissen ausweichen kann. Im Endeffekt geht es darum, dass Jugendliche ab 10 Jahre lernen, in die Welt des Programmierens und des Codens und des Bastelns einzutauchen. Das kommt jetzt oben. Von der Batterie, den Strom hier von hier oben durchleiten lassen, kommt von oben, fließt nach unten hier durch. Wenn man eins von beiden kann, also entweder handwerklich geschickt ist oder schon programmieren kann, aber auch wenn man gar nichts von beiden kann, ist man hier gut aufgehoben. Dadurch, dass wir für jede Idee, für jedes Kind auch eigene Bereiche gefunden haben, wo sie sich einbringen konnten. Also erst muss ich hier das alles verlöten hier und hier auch und dann habe ich hier den Motor draufgesetzt in dieses Gehäuse. Ja, dann drücken wir auf den Knopf und dann gibt's Luft. Ich denke, es ist auch nicht schlimm, wenn man in diese Gruppe geht, in der wir jetzt sind und auch nicht so viel weiß, weil es gibt immer Dinge, die gemacht werden müssen. Man kann immer über die Schulter schauen und wir erklären vor allen Dingen auch gerne Sachen. Unseren Mentor, der hat uns so ein bisschen angeleitet und Ideen und Anregungen gegeben und uns mit uns das gemeinsam gesammelt, dass wir nicht einfach drauf losgeredet haben und keine Ordnung drin war, sondern die Ideen kommen von uns, aber er hat uns eine Struktur gegeben und so ein paar feste Vorgaben wie 6 Räder, 6 Motoren, Arduino und sowas waren gegeben. Ich finde es halt cool, dass man eben mit anderen was zusammen macht, die man vielleicht sonst irgendwie nicht getroffen hätte, weil man auch so weit auseinander wohnt. An diesem Dominostein ist ein kleines Kabel befestigt und das hier schließt dann den Stromkreis für den Motor. Zwischen den Alufolien, der Batterie und dem kleinen Motor meines Windrades. Also ich habe den Roboter programmiert. Am Anfang konnte er gar nichts außer geradeaus fahren. Nee, am Anfang konnte er doch nur links herumfahren. Er konnte auch nicht mal mehr geradeaus fahren. Und dann habe ich ihm halt verschiedene Befehle gegeben, also ein Programm. Da gibt es so Leisten, wo ich fahre vorwärts mit Geschwindigkeit so und so. Und dann kann man das alles untereinander machen. Und dann macht er das halt alles in der Reihenfolge. Ich mache hier mit, weil ich mich sehr fürs Hacken und auch fürs Programmieren interessiere. Ich kann auch eine Programmiersprache und ich finde das einfach total cool hier und es macht richtig Spaß. Ich denke, ich kann aus der Veranstaltung jetzt nochmal mitnehmen, was ich auch schon in Köln mitgenommen habe, diese Gruppenarbeit, dieses Teamwork. Das finde ich auch echt so praktisch fürs wirkliche Leben, dass man sich die Aufgaben in der Gruppe aufteilt, in der man ist. Ich habe Spaß dabei.